Hallo Leute und herzlich willkommen zum CD1-Finale von Let's Play Final Fantasy 8. In dieser Episode werden wir uns um diese Mission hier kümmern. Denn, ja, darauf hat sich alles zugespitzt. Wir sollen die Hexe ermorden. Die Zeremonie findet am Präsidentenpalast statt. Okay. Gut zu wissen, dann gehen wir mal hin. Busse fahren jetzt keine mehr, damit wir auch sicher auf der Straße rumlaufen können. Weil... das muss ja sein. Man kann ja hier nicht auf dem Gehsteig laufen. Während der Zeremonie werdet ihr euch in zwei Gruppen aufteilen. Okay. Das Triumphbogen-Team dringt in den Triumphbogen ein und wartet. Ja, okay, das ist interessant. Ich meine, im Triumphbogen rumchillen, ja, wer nicht. Das Schützenteam hält vor dem Palast die Stellung, bis die Zeremonie vorüber ist. Genau hier, an dieser Stelle, wo ich stehe, geht das Schützenteam in Position. Okay. Das Schützenteam und das Triumphbogen-Team. 5 Leute, aufgeteilt in 2 Teams. Okay. Das ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. Das ist der Präsidentenpalast. Nach der Zeremonie startet von hier aus die Parade. Dann wird dieses Tor geöffnet. Okay? Bis dahin solltet ihr euch ruhig verhalten. Bei Zwischenfällen wird die Parade gestoppt. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Okay. Ist das Tor zu, kommt das Schützenteam an die Reihe. Da die Menschen auf der Parade schauen werden, wird es relativ einfach sein. Ah, okay. Also wir sollen sie natürlich wegsnipern, ist ja klar. Dafür haben wir Irvine dabei. Das Schützenteam muss schnell handeln. Das Ziel, die Terrasse am Palast. Im Vorzimmer auf dem Fußboden muss irgendwo eine Falltür sein. Ihr seht die hier rechts unten, diese Klappe. Das ist die Falltür. Kann man doch recht einfach übersehen, aber... aber ja, wenn man weiß, wo man hin muss, dann geht's natürlich. Da hinten ist eine kitschige Spieluhr. Das Scharfschützengewehr ist dort versteckt. Eindringen und bis 20 Uhr warten. Ja, da unten liegt die Sniper schon bereit. Geladen, entsichert. Die Hexe aus wird aus diesem Tor mit in einem Auto losfahren. Okay. Dann müssen wir warten, bis sie da in den Triumphbogen eingesperrt wird. Und dann darf Irvine sie abknallen. Der Wagen wird am Tor nach links abbiegen. So ungefähr. Das hättest du nicht unbedingt abrennen müssen. Wir haben es ungefähr kapiert. Es fährt da lang. Okay. Ah, okay. Und fährt einmal im Kreis durch die Stadt. Um die Kreisstraße, genau. Einmal um die Stadt fahren und wieder an diesen Platz zurückkehren. Kommt dann von hier aus. Aus dieser Richtung wird also die Kolonne wieder erscheinen. Danach biegt die Kolonne nach rechts ab. Und fährt hier weiter. Ja, okay. Macht Sinn. Und fährt hier unten durch zum Triumphbogen. Das Triumphbogen-Team. Um Punkt 20 Uhr passiert die Hexe den Triumphbogen. Okay. Ja, man sieht hier schon, das sind Tore auf dem Triumphbogen. Da oben sieht man es nochmal schön. Genau in diesem Augenblick wird das Triumphbogen-Team das Tor herablassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. Okay, ja, ist gut. Und während sie überrascht ist von dem... ja, um 20 Uhr steigt die Spielzeuguhr, in der das Schützenteam sich versteckt, halt empor. Alles klar. Und eben während die Dame überrascht ist durch das Tor runter, durch das eingesperrt werden, kann man sie abknallen. Zwischen dem Schützenteam und der Hexe wird es kein Hindernis mehr geben. Das ist dann die Chance. Um sie abzuknallen, genau. Peng! Ja. Okay, das sollte nicht unbedingt das Problem sein, ne? Irvine hat's ja drauf. So sieht jetzt unser Plan aus. Wir müssen jetzt nur noch abwarten. Schaut euch in der Stadt um. Natürlich könnt ihr aber auch hier bleiben. Aber, macht keinen Ärger. Was glaubt ihr, wen er vor sich hat? Wir sind nicht so wie seine Tochter. Wir sind Seeds. Natürlich, hatte ich vergessen. Ihr habt freien Ausgang. Ihr könnt euch in der Stadt umsehen. Wenn ihr bereit seid, kommt in meine Villa. Die Mission beginnt nach der Abschlussprüfung. Abschlussbesprechung, ja. Wir hätten jetzt ein paar Möglichkeiten. Wir könnten uns noch ein bisschen umsehen in der Stadt. Aber eigentlich haben wir alles erledigt, was es zu erledigen gibt. Von daher können wir eigentlich auch direkt zurückgehen zur Stadt. Müssen dann noch ein bisschen mit den Kopplungen aufpassen. Aber ansonsten gibt es jetzt hier eine Abkürzung zur Villa, wenn wir hier lang gehen. Gucken wir mal, was hier drin ist. Blitzra. Das ist uninteressant. Ra-Zauber sind recht uninteressant für uns. Gar hätte ich jetzt mitgenommen, aber was will ich mit Blitzra?
zauber eh fast nie. Diesmal brauchen wir kein dämliches Rätsel lösen, er lässt uns direkt rein. Dankeschön. Kümmern wir uns mal darum. Vor der großen Mission nicht mehr großartig ablenken. In die Bar gehen und besaufen wäre vielleicht eine dumme Idee. So, jetzt zur Teamaufteilung. Das Schützenteam besteht aus dem Scharfschützen und dem Anführer. Der Anführer hat das Kommando. Das Kommando? Falls etwas schief geht und die Mission nicht nach Plan läuft, oder der Scharfschütze daneben trifft, übernimmt der Anführer das Kommando und verwickelt die Hexe in einen Kampf. Wir müssen uns bedeckt halten, deswegen muss der Plan perfekt sein. Das Hauptziel ist die Beseitigung der Hexe. Wir müssen unser Ziel um jeden Preis erreichen. Sogar dann, wenn meine oder eure Tarnung auffliegt. Wer ist der Anführer? Wie sie alle auf Squall gucken? Okay. Ich. Den Rest entscheidest du. Das Schützenteam ist okay. Ich und Irvine Kineas werden als Schützenteam vorgehen. Das Triumphbogenteam besteht aus... Ei, ei, verstanden! Klare Sache! Okay. Anführer wird... Wer führt das Triumphbogenteam an? Unseren durchtrainierten... Zappel-Philipp. Sorry, Xel. Quistis-Treppe. Okay, die Treppe ist dran. Ja, die hat die besten Voraussetzungen. Nimm mal in Base mal eine Anführerin. Okay, überlass das mir. Gut, die Mission beginnt. Juhu. Dann gehen wir also mal hin und stellen uns in Position. Sorry, Digga. Ich bin in deinem Team, Quistis, oder? Ja, nee, du bist im anderen Team. Dummdödel. Wir werden es der Hexe zeigen. Super. Das erste, was wir aber mal machen für den Anfang, ist nix. Okay, wir gehen mal. Hey, Renoir. Ich bin entkommen. Hat er was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Wo ist Squall? Sorry, Renoir, aber wir müssen jetzt gehen. Nein, wartet. Schaut mal. Das ist ein Odin-Reif. Ich hab's in seinem Zimmer gefunden. Odin? Wofür soll das gut sein? Soll Hexenmagie eindämmen. Ich weiß nicht, wie wirkungsvoll der ist, aber er wollte ihn diesmal nicht benutzen. Wenn das Ding von Odin ist, muss das sehr wirkungsvoll sein. Erste Wahl, wenn es um Zauber geht. Ah, okay. Geil, gell? Gell? Und was willst du damit? Wer soll es der Hexe anlegen? Wer? Wann? Und wie? Darüber wollte ich ja mit euch sprechen. Aber wir haben schon einen Plan? Wir haben keine Zeit. Squall ist schon in Position. Wir haben auch unsere Aufgaben. Verstehst du nicht? Das ist was anderes, als von zu Hause wegzurennen. Das ist eine todernste Sache. Das ist kein Spiel. Oh, das war harsch. Aber ja gut, sie ist eine Anführerin. Sorry, Mädel. Ich mein's ja auch ernst. Das weiß ich doch. Ich hab doch auch einen Plan. Ja. Naja. Wir können Renoir für die Mission einfach nicht gebrauchen. Die ist keine ausgebildete Seed. Im Fall eines Angriffs werde ich alleine vorstürmen, um Zeit zu gewinnen. Ein Kampf ist nicht nötig. Ich werde das Schiff schon schaukeln. Okay. Da kommen die anderen drei. Jetzt beginnt's langsam hier. Epische Musik hier. Dün, 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 dün. Sag mal, das ist wahr, dass ein Seed niemals warum fragt? Manchmal würden wir ja gerne fragen, zum Beispiel jetzt, aber... Ja, ihr seid eine Söldnereinheit. Und du bist selbst ein Seed. Du müsstest das wissen. Warum willst du das wissen? Wenn der Feind ein richtig mieser Typ ist, kann man sich besser austoben. Ein mieser Typ?
Wahrscheinlich ist der Feind weder gut noch böse. Wir haben nur unterschiedliche Standpunkte. Oftmals ist es im Krieg so, dass die Gegner sind... Das finde ich eigentlich sehr gut in dem Spiel. Hier ist es nicht... Jeder glaubt, dass er recht hat. Es gibt keinen guten oder bösen Menschen. Nur solche, die für oder gegen dich sind. Es ist hier sehr... ist sehr interessant, dass es in dem Spiel mal so ist, dass... es ist nicht klar definiert, ob wir die Guten sind und ob die anderen die Bösen sind. Wir sind nur Leute, die einen unterschiedlichen Standpunkt haben, wie es Squall schon so schön gesagt hat. Wir werden die Hexe hier festnageln, dann seid ihr in der Reihe. Okay, wunderbar. Punkt 20 Uhr, geht klar. Die Mission ist kinderleicht, dazu braucht man keine drei Leute. Ja, wer weiß. Das Triumphbogenteam dringt hier ein und hält bis 20 Uhr die Stellung. Um Punkt 20 Uhr werden wir die Parade in dem Bogen hier platzieren. Zu diesem Zeitpunkt wird das Pult bedient und die Hexe herabgelassen. Und das Tor herabgelassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. Ja, das ist jetzt nicht so kompliziert. Und wir kriegen noch ein bisschen Kohle. Dankeschön. Super. Jetzt ist schon ziemlich die Hölle los. Man wird wohl eine große Parade. Interessant, dass die alle auf die Hexe warten. Ich meine, immerhin... Seit dem großen Hexenkrieg sind die Hexen hier nicht alle sehr willkommen. Das hier ist eure Position. Okay. Eine Frage, Oberst. Warum will die Hexe so eine auffällige Parade durchziehen? Sie begibt sich zu ihrem neuen Hauptsitz, dem Galvadia-Garden. Okay. Deshalb will der Galvadia-Garden also die Hexe loswerden. Okay, das macht Sinn, ja. So, es geht los. Macht euch bereit. Ich werde aber in meiner Villa sein. Viel Glück. Ja klar, du musst natürlich wegbleiben, ansonsten darf ja nicht auffällig sein. Vielleicht solltet ihr auch leiser reden. Ich meine, da stehen haufenweise Leute rum. Okay. Da ist auch der gute Carway. Ah, und da sind wir. Was ist los, Quistis? Ja, was ist los? Ich war wohl zu grob. Zu grob zu wem? Zu grob? Ich werde mich bei Renoir entschuldigen. Renoir? Was willst du machen? Dürfen wir unseren Posten verlassen? Bis 20 Uhr ist noch Zeit. Wartet hier auf mich. Aber... Warte doch! Ja klar, das ist ganz wichtig, dass wir alle drei zurückgehen. Es ist jetzt nicht so, als könnten wir nicht... Könnte Kies das nicht alleine hinlaufen. Es sind ja keine Feinde hier. Damit die beiden da sind, falls irgendwas schief geht oder so. Aber nein. Wird schon nichts schief gehen. Hallo? Ich will da lang. Gut so. Geht doch. Aufpassen, dass uns Carway nicht bemerkt. Hier hinten kommt er nicht hin, um mit den Leuten zu reden. Aber soweit ich weiß, haben die Leute hier in der Parade eh nichts Interessantes zu sagen. Gucken wir mal. Hallo? 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 Ich komme gar nicht hin, da ist eine Wand im Weg. Hallo? Und hier kommen wir auch nicht durch, das ist quasi eine unsichtbare Wand. Hallo. Also wir können eben mit keinem hier reden. War eigentlich eh zu erwarten. Die Gegner hier sind, die Leute hier sind Dekoration. Man kann sogar durchlaufen. Durch die wo keine Wand davor ist. Die sind Dekoration, damit die Parade voller aussieht. Haben sie sich nicht die Mühe gemacht, die ganzen NPCs zu programmieren, damit man sie ansprechen kann. So, dann gucken wir mal schnell, dass wir zu Renoir kommen. Wir stehen ja doch ein bisschen unter Zeitdruck. Immerhin haben wir nur nicht mal eine ganze Stunde Zeit, um die Leute zu retten. Um die Hexe einzusperren. Leute retten. Ja, nee. Hier wird niemand gerettet. Sprich mit der Hand. Bald wird es draußen hektisch. Hier bist du in Sicherheit. Geh weg. Okay. Was war das? Mist, er will mich einsperren. Ist das eine Zeitschaltuhr auf dem Schloss? Was ist denn das für eine dumme Idee? Wenn ich es will, schaffe ich es auch. Wer macht eine Zeitschaltuhr auf dem Schloss? Ja, nee, jetzt nicht im Ernst. Renoir, es tut mir leid wegen vorhin. Ah, Gott, nee.
Wer hat's nicht kommen sehen? Aber welcher Idiot macht eine Zeitschaltuhr auf ein Schloss? Er hätte sie doch gleich zusperren können, damit Renoir gar nicht erst rauskommt. Jetzt stecken die drei hier drin. Super! Ja, zugesperrt. Sitzen wir jetzt fest? Der Oberst! Ich glaube, wir sind zwischen die Fronten geraten. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich mache mir Sorgen um Renoir. Was wird hier gespielt? Renoir ist wahrscheinlich alleine zur Hexe gelaufen. Ja, super! Sie wollte uns helfen. Na toll! Renoir geht sich umbringen. Und die drei stecken fest, weil... Und ja, die Hexe hat schlecht einspannen. So, bevor wir hier weitergehen, können wir hier in... Sieht nicht besonders interessant aus. Wir wollen da trotzdem runter. Hier können wir nämlich in die Kanalisation runterklettern. Und Renoir hat zwar gesagt, das ist wirklich nicht besonders interessant hier unten. Hier gibt es eigentlich nur ein Item, das ich mir holen will. Und zwar, wenn wir hier lang gehen. Hör mal weiter rüber, dann finden wir hier. Hier finden wir eine Waffen-Mai-Zeitschrift. Super cool, das Tor geht hier nämlich nicht auf. Und das ist quasi der einzige Weg, wie ihr an die Zeitschrift rankommen könnt. Von daher solltet ihr unbedingt mitnehmen, weil hier ist noch eine Leiter, aber da können wir leider nichts mitmachen. Also dann müssen wir irgendwie auf die andere Seite rüberkommen. Weil durch die Brühe will sie ja nicht schwimmen. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Ich werde mal hier die Flucht ergreifen, denn Renoir ist weder geäfft noch sonst irgendwas. Und wer weiß, wie stark die Viecher sind. Es gibt auf jeden Fall noch Rache, merkt euch das. Renoir kriegt keine Erfahrungspunkte. Ich dachte eigentlich, dass hier keine Monster sind, aber gut, dann kriegt Renoir halt ein paar Kopplungen. Ja, wobei, wer weiß. Ich will Renoir jetzt nicht koppeln und dann... Und dann muss ich es wieder zurückkoppeln, weil das ist hier eigentlich die einzige Stelle, wo ein paar Gegner kommen. Und ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass auf der Seite auch Gegner kommen. Ich dachte eigentlich, dass man hier sicher ist. Aber, viel wichtiger, wir haben eine Zeitschrift bekommen. Die können wir jetzt nochmal schnell lesen. Und zwar die Waffen Mai. Neue Waffen. Und zwar beim Schneidetrigger wurde die Klinge des Revolvers durch ein kräftiges Schwert dem Schneideschwert ersetzt. Die stärkste Gunblade der Gegenwart. Oh, sieht auch geil aus, das Ding. Seht, da ist immer noch der normale Revolver-Ding drauf, aber ein cooles rotes Schwert. Die Valkyrie fügt durch die angebrachte Klinge einen beträchtlichen Schaden zu. Durch die Flügelkonstruktion kann sie auch aus weiten Entfernungen zielsicher eingesetzt werden. Neue Waffe für Renoir. Die Ulysses ist zwar keine schöne Waffe, aber ihre Wirkung jedoch unübertroffen. Das altmodische Design wurde zugunsten der Stabilität nach dem Abfeuern gewählt. Ja, das ist seine Standardwaffe, also die haben wir ja schon. Und diese Waffe wurde nach dem Pferd des legendären Odin Slavenil benannt. Was? Slavenil? Was? Sleipnir ist das Schwert von Odin. Das Pferd von Odin. Der Slavenil-Schwanz ist schnell und wirkungsvoll, ungleich einer Standardpeitsche. Aha. Dafür brauchen wir Zaubersteine und spitze Krallen. Das brauchen wir nicht. Windfedern und Zaubersteine. Mesmerize-Klinge und Schrauben. Ich glaube, Schrauben haben wir sogar ein paar, aber wahrscheinlich keine Mesmerize-Klinge. Nee, sieht nicht danach aus, als ob wir irgendwas davon benutzen. Ja, wir haben auch nicht genug Schrauben. Na gut, irgendwann werden wir die auf jeden Fall noch machen, so ist es nicht. Aber fürs Erste haben wir nicht die Materialien dafür. Dementsprechend wird es noch ein Weilchen dauern. So, hier kommt ihr weiter. Wenn ihr die Kisten untersucht, können wir auf die Kisten hochklettern. Ist auch leicht dämlich gemacht, man kriegt keinen... Kein Hinweis oder so, dass man die Kisten hochklettern kann. Sondern hier muss man einfach suchen. Und das erste Mal bin ich hier in der Kanalisation rumgeirrt wie ein Wahnsinniger. Kein Seed. Bis ich dann irgendwann mal auf die dämliche Idee kam, da mal die Kisten zu untersuchen. Und so bin ich dann hier hochgekommen. Aber trotzdem... bist du der langsamste Kletterer aller Zeiten. Ui.
Aber trotzdem. Hier die Leiter hochklettern. Und dann hier hoch. Sollten wir zur Hexe kommen. Ja, damit sind wir bei der Hexe.